in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering. Und ich finde, diese Information ist sehr, sehr wichtig, auch für die Einordnung des aktuell Geschehenen. Was ich da so lese, geht immer in Richtung einer möglichst hohen Einschätzung und einer Überbetonung eines Risikos. Und ich sehe das nicht, ehrlich gesagt. Okay, was heißt das jetzt? Nur keine Panik oder Panik? Ich bin im Wesen für beides zu haben. Auch die Medien sehen das Problem vor allem in der übertriebenen Panikmache. Als Verschwörungstheoretiker gelten jene, die die Gefahr übertreiben. Und rechte YouTuber kriegen sich vor lauter Endzeitpsychosen gar nicht mehr ein. Die Coronavirus-Pandemie ist weitaus schlimmer, als man euch glauben machen möchte. Sie ist viel, viel, viel schlimmer. Warum sind so viele so leicht mit Verschwörungstheorien zu infizieren? Nur ein Monat später bietet sich ein absolut gegenteiliges Bild. Alle Medien fallen in den Panikmodus. Nun sind die Besonnenen plötzlich die Verschwörungstheoretiker. Und eine Regierung nach der anderen ruft den Notstand aus. Es ist ernst.